Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. In der letzten Woche im Jahre 2017 mache ich diese Serie über das Glück. Und heute reden wir über Lektion 5 aus dem Buch Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück. Und diese Lektion ist eine sehr kontroverse Lektion, denke ich. Und ich bin mir selber nicht ganz sicher, ob ich zustimme. Und diese Lektion lautet: Oft bedeutet Glück oder manchmal bedeutet Glück, etwas nicht zu begreifen, etwas nicht zu verstehen. Ja? Bin ich glücklicher, wenn ich etwas nicht weiß? Bin ich glücklicher, wenn ich etwas nicht verstehe? Vielleicht ja, wenn ich nicht verstehe, dass bestimmte schlechte Dinge passieren, dann weiß ich nichts davon und ich bin vielleicht glücklicher, weil ich nicht weiß, dass es bestimmte schlechte Dinge gibt. Aber ist es nicht oft so, dass uns das Wissen und die Wahrheit glücklicher macht? Ich denke, oft macht uns die Wahrheit glücklicher, weil wir mehr Optionen haben. Wir haben mehr Kontrolle über unser Leben, wenn wir Dinge begreifen, wenn wir Dinge verstehen, wenn wir die Wahrheit erkennen. Ja, vielleicht muss ich diese Person haben, vielleicht muss ich diese Position haben als Hobbyphilosoph. Ich denke, die Aufgabe eines jeden Philosophen ist es, nach der Wahrheit zu suchen und so viele Dinge zu begreifen wie möglich. Ja, ich habe letztens ein Video gemacht und eine Person hat einen Kommentar hinterlassen: Marco, du denkst zu viel. Du denkst zu viel, ja. Und ich glaube, das ist genau diese Denkweise, ja. Diese Idee, dass man unglücklich wird, wenn man zu viel versteht, wenn man zu viel begreift, wenn man zu viel weiß. Aber ich denke, das ist meistens nicht der Fall. Wenn ich die Wahl habe, was ist das? Musik. Wenn ich die Wahl habe, etwas zu verstehen oder nicht zu verstehen, dann würde ich immer sagen, ich möchte lieber etwas verstehen. Ja? Anscheinend will jemand hier Musik spielen. Was denkst du? Werde ich glücklicher? Bin ich glücklicher, wenn ich etwas nicht verstehe? Oder und werde ich unglücklicher, wenn ich etwas verstehe oder nicht? Ja? Macht mich Wissen und Wahrheit glücklich oder unglücklich? Das ist die heutige Frage und ich bin gespannt, was du denkst. Hinterlasse mir einen Kommentar und wir sehen uns morgen mit Lektion 6.